Einen wunderschönen guten Morgen an euch. Ich bin hier in Wehlen. Das ist auch an der Elbe in der Sächsischen Schweiz. Und heute möchte ich von Wehlen nach Rathen wandern. Immer an der Elbe entlang. Ich stehe hier auf dem Parkplatz direkt an der Elbe und habe mir gerade ein Parkticket geholt. Das kostet für 24 Stunden 7 Euro. Und es steht aber nichts dran, dass hier Wohnmobile nicht stehen dürfen. Also wahrscheinlich kann man hier auch mit dem Wohnmobil parken. So, jetzt zeige ich es nochmal. Da hinten ist Rathen, da gehen wir jetzt lang. Und dort drüben ist auch Wehlen. Wehlen teilt sich wie Rathen auch in zwei Hälften durch die Elbe. Und hier kommt jetzt die Fähre angefahren. Von Wehlen habe ich schon mal ein Video gemacht, da bin ich die Malerweg-Etappe von Wehlen nach Rathen gegangen. Das verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke. Hier ist ein Imbiss, das ist so ein typischer Imbiss von hier. Ich finde es total schön. Knoblauchwurst, Wiener, Rindsknacker, Kartoffelsalat, Sojanka, Linseneintopf, Rhabarberkuchen, Bockbier, Waldmeisterbowle. Alles da. Ja, jetzt sind wir aus Wehlen heraus und laufen hier am wunderschönen Elbufer entlang, 3 Kilometer bis Rathen. So sieht der Weg jetzt hier aus. Hier am Flussufer sind ganz viele schöne Ferienwohnungen. Die sind direkt nur durch die Promenade vom Ufer getrennt. Und ich habe mir jetzt für mich auch noch ein paar Visitenkarten mitgenommen. Die sind hier immer am Briefkasten befestigt. Also wer hier mal Lust hat, Urlaub zu machen, der kann mich ruhig anschreiben. Dann kann ich euch hier so ein paar Telefonnummern vermitteln. Hier zum Beispiel ein Haus. Und da an der Klingel sind die Kontaktdaten. So, hier das nächste, das ist eine Pension. Nehme ich mir auch einen Flyer mit. Die gibt es sogar bei booking.com. Stand da jetzt gerade dran. Auch idyllisch. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt von Stadtmitte bis hierher von jeder Zimmervermietung und Pension einen Flyer mitgenommen. Wer da Interesse hat, kann mir gerne in die Kommentare schreiben, dass ich euch mal was schicken soll. Ja, die Stadt Wehlen liegt jetzt hinter uns und jetzt gehen wir einfach weiter hier am Elbufer auf diesem gepflasterten Weg entlang Richtung Rathen. Heute mal eine Ausruhtour. Holunderblüten. Schön. Wisst ihr, wie man Holundersirup macht? Regenwetter habt ihr ja schon gesehen. Die Sonne scheint heute nicht und ich hatte wieder Glück, dass ich meine Regenhose und meine Regenjacke mitgenommen habe. Die sind eigentlich immer im Rucksack unten drin und wenn ich die zusammenpacke, dann ist beides so groß wie eine Faust. Das heißt, es stört gar nicht, wenn es im Wanderrucksack mit drin steckt. Den Link lege ich euch mal in die Videobeschreibung. Ja, der Weg ist immer noch so. Ehrlich gesagt, für mich ist er ein bisschen langweilig. Aber wer hier mit dem Fahrrad langfahren will, ist natürlich top. Ne? Die Elbe an der Seite, da drüben fährt ab und an mal eine S-Bahn. Die Vögel zwitschern. Aber leider ist auch von diesem markanten Felsen hier gar nicht zu sehen. Ah,
die ersten Häuser sind in Sicht. Und ich überlege die ganze Zeit, wo ich zurücklaufen könnte. Nicht, dass ich wieder den langweiligen Weg hinnehmen muss. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Und jetzt habe ich beides wieder eingepackt, Jacke und Hose. Und so sieht's dann aus. Also ich möchte das Haus dort nicht haben. Wo der Fels da oben, ich weiß nicht, der sieht schon ganz schön wackelig aus. Auch hier die Häuser. Weil Sandstein ist ja doch echt brüchig. Ach, jetzt ist schön. Die Sonne scheint wieder fast. Und es ist schön warm. Und von dort hinten kommen wir her. So. Die erste Etappe haben wir geschafft. Von Wehlen nach Raden gelaufen. Das ist der Lilienstein. Das Wetter hat sich auch gebessert. Oder ist nochmal der Fels, wo das Haus drunter stand. Finde ich schon ein bisschen gruselig, ja. Ja, ansonsten ist es hier viel entspannter als gestern. So, heute gibt es Nudeln mit Gulasch. So, ich habe jetzt Plan B. Ich mache genau das Gegenstück. Und zwar fahre ich mit der Fähre auf die andere Seite und laufe am anderen Elbufer zurück nach Wehlen. 1,30. Ich habe bezahlt für die einfache Fahrt 2,10 Euro und für zurück wäre wahrscheinlich die gleiche Summe nochmal. Auf der anderen Seite von Raden, in Oberraden sozusagen. So, und jetzt gehen wir an dieser Elbseite zurück nach Wehlen. Hier an der Fähre in Wehlen sind wir gestartet, sind über die Hofewiese hier immer am Elbufer entlang gegangen bis nach Raden. Hier hatten wir Lunch, Nudeln mit Gulasch, sind dann mit der Fähre über und jetzt geht's genau am anderen Elbufer zurück. Wieder nach Wehlen. Dann müssen wir wieder mit der Fähre auf die andere Seite. Mit Inliner runterrauschen, macht bestimmt Spaß. Von dieser Seite sieht man sie noch mal richtig gut, die markanten Radener Felsen. Da oben ist die Bastei. Die Basteibrücke sieht man dort. Ja. Und da steht keiner drauf. Das ist eine Figur, die da oben steht. Ich glaube, das sollte ein Mönch sein. Also die Farbspiele hier zurzeit sind total krass, finde ich. Ich bin gerade bei der Friedensburg. Guckt euch doch mal diese Blüten an. Das ist die Friedensburg. Ah, hier sieht man die Bastei noch mal ganz genau. Da oben ist das Restaurant und da hinter den Bäumen so ein bisschen die Basteibrücke. Von hier aus sieht man es noch besser. Links das Restaurant, rechts die Basteibrücke. Und da, wo die Basteibrücke rechts aufhört, da hinter diesen großen Felsen, da ist die Felsenburg Raden. Also den Weg finde ich jetzt auch nicht so schön. Man kann jetzt zwar schön diese imposanten Felsformationen aus Raden sehen,
Aber der Weg geht hier so auf asphaltierter Straße. Also die Gärten hier finde ich ja megamäßig krass. Die Pflanzen, ich glaube Rhododendron ist das, ne? Die müssen ja hier unheimlich gut wachsen. Also Grundstücke gibt es ja. Hier ist der Parkplatz der Autos. Und das Haus ist da ganz oben zwischen den Bäumen. Die Familien mit diesen Grundstücken, die haben hier alle einen Aufzug, um ihre Sachen nicht so weit hochtragen zu müssen. Ja, die ersten Häuser fangen an. Der ermüdende Weg auf diesem Radweg hat ein Ende. Und ich gucke jetzt erstmal, ob ich irgendwo einen Kaffee bekomme, dass ich wieder munter werde. Hier im Baum hängen irgendwelche Figuren. Jetzt gibt es einen schönen Weitblick über Wehlen. Diese ganzen Häuserfronten an der anderen Seite, das sind die Ferienwohnungen, wo ich die Flyer vorhin alle eingesammelt habe. Dort auf dem Parkplatz hinter dem Boot steht unser Auto und es regnet immer noch. Hier kostet die Fährfahrkarte sogar noch mal 30 Cent mehr, nämlich 2,50 für Einzelfahrt und Hund. Ja, die Tour ist zu Ende. Noch ganz kurz ein Fazit. Es war eine sehr leichte Tour, nicht anspruchsvoll, nicht abenteuerlich. Auch ältere Menschen können da gut entlang spazieren. Der Weg ist die ganze Zeit geteert, hin und zurück und man kommt mit der Fähre übers Wasser. Also ein kurzer Spaziergang. Wer Abenteuer liebt, der sollte in die Berge gehen. Ich gehe jetzt noch einen Kaffee trinken und dann mache ich mich auf den Heimweg. Ich bin jetzt hier an dem Imbiss, den ich auf dem Herweg gefunden habe. Und jetzt gibt's Heidelbergkuchen und gegen die Müdigkeit einen schönen großen Pott Kaffee. Und dafür, dass es selbst gemacht ist, habe ich mit 4,20 Euro ganz schön wenig bezahlt, finde ich. So sieht dann hier der Marktplatz von Wehlen aus. Leider dürfen hier Autos fahren, sowas finde ich immer nicht so schön. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann abonniert doch hier meinen Kanal. Bis bald!